あ、でも来た方が分かりやすいのかな。来ちゃおう。でも来ちゃおう。ちょっと待って待ってね。ちょっと今来ちゃうから私。パンパンパンパンパカパンパンパンパカパンパンパンパンパン。パカアリナ。突っ込んで。突っ込んで。はい。Hey Leute und was soll ich sagen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Schrecklichen Nackenshow und zu der mittlerweile vierten Szene, in denen Love Live Synchronsprecherinnen Jacken ausziehen. Ist das euer Scheißernst? Also, vier Szenen. Wir sind jetzt mittlerweile bei vier. Bald haben wir fünf. Juhu. Was soll das denn? Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, es ist eigentlich schon die siebte Szene, wenn man jetzt diese Clips aus dem Making-of da von der ersten Live-Show mit einbezieht. Aber eine Szene, wo die richtig die Jacken ausziehen, davon ist es jetzt die vierte. Dieses Mal ist es Aina Suzuki und ja, dreimal dürft ihr raten, in welcher Untergruppe, in welchem Subunit von den Charakteren die wohl drin ist. Könnte es eventuell GT-Kiss sein? Ich sag ja, ich nenne dieses Subunit demnächst nur noch GT-Jackets. Weil, ganz ehrlich, kein anderes Mitglied aus irgendeinem anderen Subunit hat bisher irgendwie sowas gemacht. Es ist immer irgendwer von GT-Kiss. Und in diesem Clip ist es sogar nicht nur so, dass sie die Jacke auszieht, nein, sie zieht sie auch noch an. Und das Ganze ist natürlich bei einem Livestream passiert. Und dieser wurde auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal hochgeladen. Den Link zu dem Livestream kann ich jetzt mal irgendwie hier oben einblenden, falls ihr euch den ganzen Livestream mal angucken wollt. Und das Ding kommt relativ am Ende, dann, wenn man es quasi noch am wenigsten erwartet, wenn man sich das ganze Video, den ganzen Livestream anguckt. Und sie präsentiert in dem Video quasi jetzt so neuen Merch, wie es ja auch schon bei Rekako gewesen ist. Ja, minasan, mou nanka saikin sugoi atsui no ni. Eines von diesen neuen Merch-Teilen ist halt eine Jacke. Und diese Jacke hat Katzenohren. Und der Grund, weshalb sie extra noch diese Katzenohren an der Kapuze haben wollte, ist wegen ihrem Spitznamen Ai-Nya. Und für die Leute, die es jetzt nicht wissen, Nya ist quasi die japanische Version von Miau. Also wir sagen ja hier, Katzen machen Miau und in Japan sagt man halt, Katzen machen Nya. Das hat man dann mit ihrem Namen kombiniert und wegen diesem Spitznamen, der immer von ihren Fans deswegen verwendet wird, wollte sie extra noch die Katzenohren an der Kapuze haben. Neko ni narimasu! Kochira! Nya, 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 nya! Toll! Und das ist auch der Grund, weshalb sie die ganze Zeit dieses Nya sagt, als sie das nochmal extra hier betont, dass da Katzenohren dran sind. Anfangs zeigt sie halt nur die Jacke, die sie halt so dahin hält und dann halt zeigt, ja, hier steht so mein Name drauf und so. Und dann kommt sie auf die Idee, das sieht man ja vielleicht besser, wenn ich die Jacke anziehe. Ernsthaft? Ernsthaft? Konnte man das so jetzt nicht schon gut genug erkennen? Really? Ernsthaft? Da? Oh, es tut weh. Es tut weh, ey. Dafür zieht die Jacke an, damit man das nochmal besser sieht. Man sieht es haargenau. Das erkennt man haargenau, auch ohne dass das angezogen ist. Ja, dann zieht sie die Jacke an. Und der Kameramann ist so doof und zoomt ran.
Der zoomt ran. Der Typ zoomt extra ran. Der, was ist es denn für ein Typ? Warum zoomt der auch noch extra dran? Warum zoomt der da noch nach? Ey. Boah, ey, was ist das? Was sind das da für Leute, die da arbeiten? Der Typ zoomt auch noch extra ran. Könnte auch hier vom Fotomacher kommen. Oh ja, man sieht das noch nicht ganz genug. Die Fans, die haben ja in den Chat wie verrückt gespammt, dass die das sehen wollen, dass sie die anzieht. Deswegen zoomen wir jetzt nochmal extra ran. Hier, näher, näher, viel. So, dass man es perfekt sieht. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Dafür habe ich diesen Job bekommen. Ich werde so sehr gefeiert werden. Das wird richtig geil. Idioten, Idioten! Auch jetzt, wie die das sagt, so, ja, warte doch jetzt mal. Warum bin ich das schon wieder so? Und ich bin immer überlegt, was die da alles sagen, was die da einen Akt für machen. でも来ちゃおう、ちょっと待って。待ってね、ちょっと今来ちゃうから、私。Alter, doch das jetzt so extra so, ja, das ist da doch jetzt extra nochmal so ab. Alter, das extra nochmal so appealen soll zu den Leuten, so, oh. Ah, das ist alles ein schlechter Witz. Das ist alles ein schlechter Witz. Aha. Also ich weiß, dass sie ja Synchronsprecherin ist. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Ganz unabhängig, ob die jetzt da eine Jacke trägt und genau das jetzt in Bezug zu den Katzenohren macht. Aber Alter, war das realistisch. Ey, Respekt. Respekt. Ey, das hätte von der Katze unten hier sein können. Respekt. Aber in dem Kontext... Nein! で、まあ結構フードもね、大きいので、ね、なんかもう全部隠れちゃう。なんかちょっと怪しい人になりかねないですね、これ。Sie macht nochmal die Kapuze so runter, damit... Dann zieht die Kapuze nochmal extra runter, weil die ja so groß ist. Und dann macht die einen Witz daraus, dass man ja aussieht wie ein ziemlich... suspekte Person, die jetzt irgendwas Böses macht. Ja, macht sie ja auch! Allein das ist doch schon... das ist doch alles... Dann zieht sie es. Dann ist der ganze Spuk auch auf einmal wieder vorbei und sie zieht die Jacke aus und... Was zur Hölle? Was ist da wieder passiert? Was ist da wieder passiert? Was war das jetzt wieder? Vier Szenen und die vierte Szene sogar mit An- und Ausziehen. Wow. Wow. Toll. Ja. Und das war's jetzt fürs erste Mal. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Liken, abonnieren. Ciao. Ich bin ungefähr so groß. Ungefähr mein Bauch.